Wir brauchen einen Ausgleich zwischen diesen beiden, dem Verstand und dem Herzen. Und dieses Herz müssen wir versuchen zu erziehen, müssen wir versuchen zu trainieren. Und das können wir ganz stark, was gibt es für eine bessere Zeit als die jetzige Zeit? Dass wir versuchen, dort unsere schlechten Dinge wegzupacken und zu bereuen, um damit wir wieder zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Und liebe Geschwister, weil wir uns in der Zeit von Imam Mahdi befinden, auch in der Zeit seiner heiligen Geburt, sollten wir niemals vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns seinen Beweis auf Erden gelassen hat. Dass Allah subhanahu wa ta'ala uns die Tür zu ihm selbst hier gelassen hat, auf dieser Erde. Er ist das, was er hier als sozusagen noch von Allah subhanahu wa ta'ala, was auf ihn zeigt, auf ihn deutet und ganz stark deutet. Dieser Beweis hat er hier gelassen. Deswegen heißt es auch Baqiyatullah. Daher, liebe Geschwister, sollten wir niemals vergessen, auch wenn wir ihn nicht sehen können,